Die Ski gut wachsen, damit vom Start weg alles läuft wie geschmiert. Denn die Strecke des Tannheimer Skitrails hat es in sich. Sowohl die über 55 Kilometer als auch die über 35. Knackpunkt des langen Laufs, der Anstieg von rund 100 Höhenmetern vom Unterjoch ins Oberjoch. Ja, die Strecke ist eigentlich grundsätzlich relativ schwierig. Die Loipen sind zwar tiptop präpariert, aber die Topografie macht es schon schwierig. Gerade der Anstieg vom Unterjoch aufs Oberjoch, das fordert die Leute schon. Und viele haben dann mit der Abfahrt auch noch so ihre Schwierigkeiten und Probleme. Und dann wird es eigentlich immer so wellig. Und das ist ständige Auf und Ab. Es gibt dann in Summe viele, viele Höhenmeter. Und im Endeffekt, wenn man die 55 Kilometer geschafft hat, dann hat man wirklich eine tolle Leistung vollbracht. Bei der langen Distanz unter anderem mit dabei Peter Schlickenrieder mit der Nummer 11, Olympia-Silbermedaillengewinner und Vizepräsident des Deutschen Skiverbands. Im Schlusssprint gegen Daniel Sandoz holte er sich den 5. Platz. Erste Reaktion nach dem Rennen. Also, man merkt schon, wie man ein bisschen länger nicht mehr sowas gemacht hat. Das ist einfach total anstrengend. Aber super, meine Kollegen, vielen Dank. Die haben mich sauber mitgezogen im Windschatten, weil sonst meine ich weiter draußen irgendwo hätte ich Brotzeit gemacht, als ich fertig war. Nein, es ist ein harter Lauf, sage ich mal, schon richtig kopiert, aber wunderschön letztlich da durch dieses Unterjoch, Oberjoch und dann zurück über den Wald. Also super abwechslungsreich. Also jeder, der nicht unbedingt da gewinnen will, sondern mal landschaftlich was sagen will vom Tannheimer Tal, nächstes Jahr mitmachen, eine Riesengeschichte. Auf dem ersten Platz der 55 Kilometer landete Ciri Rocharek vor seinen Teamkollegen Toni Escher und Benjamin Seifert. Die 35 Kilometer gewann Carsten Pump. In beiden Distanzen aber traten sowohl Profis als auch Amateure an. Er denkt, dass sich der Skitrail als Breitensportveranstaltung etabliert hat. Und jung und alt erfreut sich dran. Und es macht halt einfach dieses Familiäre aus. Und darum kommen die Leute eigentlich zu uns. 5 Tage lang war Tannheim im Langlauffieber. Jetzt kehrt langsam wieder Ruhe ein. Natürlich nur, bis nächstes Jahr der 17. Skitrail stattfindet.